Highlights. Heute ist Samstag und das Thema der Woche ist, muss ich alle OPs machen? Ich habe mir dazu schon mal so eine kleine Liste gemacht, wie man sehen kann. So sieht jedes Mal meine Liste aus, weil ich mir einfach überhaupt nichts aufschreibe. Muss ich ganz im Allgemeinen erstmal, muss ich alle OPs machen? Nein, muss man nicht. Warum sollte man auch? Man muss gar nichts. Trans sein bedeutet nicht, dass man alle OPs machen muss und irgendwann später mit dem Dödel rumläuft oder was weiß ich. Man kann auch trans sein und überhaupt keine OP machen und keine Hormone bekommen. Die meisten wollen zwar die OP machen, weil halt für einen Großteil der Trans-Leute auch noch die das Unwohl seinem eigenen Körper eine Rolle spielt. Brüste weg, Hormone bekommen. Es gibt auch Trans-Männer, die nehmen keine Hormone. Wie zum Beispiel Ryan Cassada. Den verlinke ich euch da mal noch. Der hat einen Tumblr und ich glaube eine eigene Seite sogar noch und was weiß ich. Der will zum Beispiel keine Hormone nehmen, weil er sich so, also er hatte nur die Mastek. Er möchte keine Hormone nehmen, weil das für ihn zu viele Veränderungen sind, die er nicht haben möchte. Und wenn man es nicht will, dann will man es nicht. Trans sein hat nichts damit zu tun, ob man jetzt alle OPs macht oder nicht. Und zu sagen, nein, du bist erst ein richtiger Mann, wenn du einen Pimmel hast oder wenn du alle OPs hast, das ist total der Schwachsinn. Das hat der Vater damals meiner Ex-Freundin gesagt. Er hat gesagt, nee, ich sehe dich erst als Mann, wenn du deine letzte OP hattest. Und mit letzter OP meinte er halt wirklich den Aufbau. Und dann hätte er mich erst als richtigen Mann gesehen. Weil ein Mann muss nämlich einen Schwanz haben und eine Frau muss eine Vagina haben. Ein Scheißdreck. Spielt alles da, ist alles da oben drin. Wenn man sich da oben als Mann fühlt, ist man ein Mann, egal wie man aussieht. Egal ob man breite Hüften hat und lange Haare und sich schminkt und alles. Das ist scheißegal. Wenn man sich da oben als Mann fühlt, dann ist man ein Mann. Wenn man sich da oben als Frau fühlt, dann ist man eine Frau. Auch wenn man einen Bart hat und also nein, ihr müsst nicht alle OPs machen. Es ist zwar immer wieder gerade von, es gibt auch genug Transmänner oder sowas, die jetzt sagen, nee, alle müssen die OPs machen, sonst seid ihr keine richtigen Transmänner, sonst macht ihr das nur wegen der Aufmerksamkeit, bla bla. Ja, wenn man aber wirklich gerade der Aufbau ist ein viel zu hohes Risiko im Moment noch. Das ist auch für mich ein Grund, warum ich die OP nicht mache. Ich komme im Moment gut damit klar, wie es da und mir so alles ist. Ich habe damit nicht viel zu tun. Es ist einfach, es ist da. Und ja, ich würde sie schon gerne irgendwann machen, die OP, aber es muss nicht sein. Ich fühle mich so wohl, wie es ist. Für mich war es wichtig, die Hormone zu bekommen und die Mastek und die Hüfte zu haben. Und das waren für mich so die wichtigsten Sachen, wo ich dann sage, okay, dann ist erstmal für mich alles abgeschlossen. Und die Namen selber natürlich noch. Aber jetzt körperlich halt. Und andere sagen, naja, andere sagen, nee, ich möchte nur Hormone, dann ist für mich erstmal gut. Wieder andere sagen, nee, für mich ist erst gut, wenn ich den Aufbau habe, wenn ich komplett bin, wenn ich hier Helikopter machen kann. Dann gibt es natürlich wieder welche, die sagen, nee, ich möchte keine Hormone, ich möchte nur die OP. Und dann gibt es die, die sagen, nee, für mich ist gut, ich kann so weiterleben, ich komme gut so mit meinem Körper klar. Für mich reicht es, wenn ihr mich einfach nur er nennt und ein anderer Name halt. Also wie gesagt, trans sein hat nichts damit zu tun, dass man seinen Körper hasst. Man kann auch sehr gut mit seinem Körper klarkommen und trotzdem trans sein und einen sehr weiblichen Körper haben und trotzdem ein Kerl sein oder einen sehr männlichen Körper haben und trotzdem eine Frau sein, das geht alles, das ist alles kein Problem. Und lasst euch da von niemandem irgendwas einreden. Weil das ist einfach totaler Schwachsinn. Denn Geschlecht wird nicht, geht nicht hier nach dem, was da zwischen euren Beinen ist oder was da oben hängt oder nicht, sondern es geht ums Köpfchen, was wie ihr euch da fühlt und das ist das Wichtigste.
Und macht nur so viele Schritte, wie ihr euch wohlfühlt, wenn lasst euch von niemandem zwingen, irgendeine OP zu machen, die ihr nicht wollt, weil dann werdet ihr nicht glücklich. Und das Wichtigste ist, dass ihr glücklich seid. Ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Ja, bis dann. Ciao.